Heute gibt es seit langem mal wieder ein Parfum-Video. Wir sprechen heute über einen Klassiker, den ich natürlich wieder nicht im Original vorstelle. La Vie est Belle von Lancôme. Und wie mir das Parfum von Laris gefällt, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über Düfte. Wir sprechen heute über La Vie est Belle. Das ist die 022 von Laris und man merkt es an der Farbe. Also im Vergleich zu beispielsweise der 025, was ich ja auch schon hier auf dem Kanal vorgestellt habe. Ich kann die gerne mal unter alle Düfte, also den Ordner zu den Düften verlinken. Haben wir hier einen leicht gelblichen Duft. Ich glaube, das Original La Vie est Belle ist pink. Also auch irgendwie lustig. Das ist ein Duftzwilling. Was bedeutet Duftzwilling? Duftzwilling ist nicht haargenau das gleiche. Das ist so ähnlich wie, geht aber stark in die Richtung. Also so, wie ich das bei Düften jetzt schon rausgefunden habe, die ich schon mal im Original hatte, geht es wirklich stark in die Richtung. Also man braucht schon eine richtig geschulte Nase. Wir haben hier 50 Milliliter, der Preis sind 22 Euro. Wie man sieht, habe ich von denen einige, die habe ich durch euch kaufen können. Die Düfte habe ich kennengelernt über eine Abonnentin vor ungefähr 2 Jahren. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Und ich habe mir so ein Probenset zum Anfang gekauft, weil ich wusste halt nicht, was soll ich jetzt da nehmen. Die war keine Ahnung, also ich muss bei sowas auch mal probieren. Und das Duftset war gar nicht mal übel. Ich kann euch das gerne mal unter dem i verlinken. Die gibt es nämlich immer noch. Und dann bei jeder Bestellung, die du halt tätigst, so 3 Düfte dazu und du kannst wählen, also was du haben möchtest. Du kannst frei das denen überlassen oder du kannst wirklich sagen, ich möchte jetzt einen speziellen Duft als Probe und kannst dann die Nummer aufschreiben und dann kriegst du das beim nächsten Mal dazu. La Vie est Belle war bei mir, glaube ich, tatsächlich auch in einem Set dabei und ich habe lange gebraucht, bis ich den mir geholt habe, weil er mir anfänglich nicht so aufgefallen ist. Also bei mir ist es tatsächlich auch so, dass sich so die Nase und der Bezug zum Duft tatsächlich ändert. Diese Düfte arbeiten, deswegen liebe ich Laris. Ich habe schon etliche Düfte ausprobiert, wo man halt anfänglich was riecht und dann nichts mehr, dann ist der Duft weg. Die Laris-Sachen, die haben eine Qualität und die haben eine richtig, richtig gute Qualität. Man bekommt also für seinen Preis, das ist auch wirklich kein hoher Preis, weil du hast hier 50 Milliliter. Das muss man auch erstmal aufbrauchen können, so ein gängiges Fläschchen hat 30. Du hast hier eine richtig gute Qualität. Und was meine ich mit Arbeiten? Da gibt es eine Kopfnote, da gibt es eine Herznote und eine Basisnote. Kopf ist das, was du ganz am Anfang riechst, Herznote ist das, was dann rauskommt und Basisnote ist das, was du mit dem Duft zusammen kreierst. Also jeder riecht dann natürlich auch so ein bisschen anders mit Parfüm. Man kennt es, ne? Also die Freundin, die den gleichen Duft trägt, die riecht immer ein bisschen anders als du. Ne? Und das ist ganz interessant. Ich würde euch tatsächlich nochmal die Pyramide, was Laris auf der Seite veröffentlicht hat, würde mit euch tatsächlich nochmal über die Pyramide sprechen, was ich rieche, also was ich rausrieche, weil ich habe auch keine geschulte Nase und was für mich tatsächlich der Duft bedeutet. Der Duft soll riechen, also ich habe hier die Pyramide. Nach Birne würde ich jetzt, also die Birne rieche ich nicht raus, als nächstes kommt schwarz Johannisbeer und das kann ich unterschreiben, das ist was man direkt riecht, also wenn du an schwarz Johannisbeer denkst und diesen Duft so ein bisschen in Erinnerung hast, das riechst du ganz am Anfang, danach kommen Blüten, also was als nächstes rauskommt und das ist einmal die Iris, Jasmin und Orangenblüten und ich finde Iris und Jasmin kommt zu kleinen Teilen drin vor, weil Jasmine ist ja schon ein Duft, der recht intensiv rausstechen kann und das rieche ich jetzt nicht. Dann als Basisnote Patchouli, so ein bisschen, aber jetzt auch nicht richtig stark.
Praline, da kann ich ja nichts dazu sagen, wie die Praline beschreiben. Also für mich riechen Pralinen irgendwie immer ein bisschen anders. Tonkabohne und Vanille. Und Tonkabohne und Vanille haben einfach die Eigenschaft, die ganze Kombination ein bisschen weicher zu machen. Was die ganze Sache halt für mich interessant macht, weil ich halt doch jemand bin. Ich mag pudrige Düfte, in denen alles vorkommt. Die dürfen nicht zu süß, nicht zu blumig, aber auch nicht zu hölzern daherkommen. Also so eine Kombination. Und ich habe einfach festgestellt, Vanille darf bei mir nicht ganz oben vorkommen, sondern eher weiter hinten. Dann ist es für mich auch in Ordnung, weil sonst wird es einfach schlicht und ergreifend viel zu süß. Was ich halt liebe, ist, wenn man das aufträgt, wenn das halt am Abend einfach immer noch riecht und die Qualität kann Larisse einfach bieten, das bieten andere eben nicht. Und klar kann man nachtragen und was ganz interessant ist, wenn man verschiedene hat und das irgendwie kombinieren möchte und es auch passt, dann probiert das auf jeden Fall auch mal aus. Was ich auch noch mache, ist, mir das auf die Haare zu sprühen, aber nicht so direkt, sondern entweder von weiter weg oder ich sprühe es in die Höhe und gehe so durch. Und das bringt dann, also das macht dann, dass deine Haare auch noch so ein bisschen nach dem Duft riechen, was auch eine ganz tolle Angelegenheit ist. Niemals Parfüm direkt auf die Kopfhaut auftragen, weil ihr wisst ja, wie das mit Duftstoffen ist. Duftstoffe bitte gezielt einsetzen und ich mache das eben gezielt durch Parfüm und dann gezielt auch nur an den Stellen, wo ich es halt auch wirklich gut vertragen kann. Und da ist die Kombination eben aus Haut und Haare, wenn ich so in die Luft sprühe und eben Kleidungsstücken, eine richtig tolle Sache. Kennst du die 022? Kannst mir gerne auch mal unten in die Kommentare schreiben, wenn du Larisse auch kaufst, welche Düfte du von Larisse hast. Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Hast du noch andere Empfehlungen von Marken, die vegane und tierversuchsfreie Dufte rausbringen? Es müssen ja nicht immer Duftzwillinge sein. Gerne mal unten in die Kommentare reinpacken. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Und hinterlassen einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.